Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Ja, weiter geht's mit unserem Let's Play. So, zwar habe ich hier schon mal zwei schöne Iron Tanks hingebaut. Und hier ziehen wir aus den Tank raus und einfach hier rein. Da sparen wir einfach dazwischen und hier wird ja immer schön durch Applied Energy Stick nachgefüllt. Haben wir noch ein bisschen was, ja. So, Öl haben wir auch schon jede Menge. Wird ja auch schön befüllt. Da habe ich schon ein paar von zu Hause geholt von dieser All Properties, Properties, Properties. Dann passt das. Unser Zug liefert uns schön Rohstoffe. Was haben wir hier noch alles? Hier sind noch, ich glaube, ja, ein paar Iron Tanks, die ich gemacht habe. Ach, die lassen wir jetzt einfach hier. Egal. Fleisch brauche ich nicht, das brauche ich nicht. So, das tun wir auch hier hin. Cobblestone kann auch behalten. So, und zwar werden wir jetzt wieder was machen. Ich habe einen neuen Mod installiert und zwar diesen Bauerside. Bauerside? Hm, ja. Bauerside heißt der Mod, glaube ich. Dazu gehen wir nach Hause. Und testen den einfach mal. Da gibt es ein paar Sachen, die man bauen muss und so weiter. Was der macht und so weiter, das sehen wir ja, während wir den craften und so. Beziehungsweise dann einstellen. Ja, ich werde den Mod auch in mein Modpack reinpacken, weil diese Folge werde ich auch nochmal die Map zum Download stellen. Also für alle, die dann die Map spielen wollen, müsste ich das Modpack nochmal neu installieren, weil einige Config-Dateien sich geändert haben und auch Mods hinzugefügt werden. Zwei müssten es jetzt sein oder drei, weiß ich gar nicht. Wie ich jetzt hinzugefügt habe, ich glaube drei. Kann er entweder zwei oder drei, ist ja egal. Auf alle Fälle müsste das Modpack neu runterladen, die Config-Dateien runterladen und nochmal neu installieren. Mit einem Modpack wird ihr das nicht mehr spielen können in die Welt, weil wie gesagt sich das geändert hat. Mit dem neuen Modpack könnt ihr aber die alte Welt spielen. Und zwar für diesen Bauerside Mod braucht man einen Tisch, wo man alles macht, ja. Das ist hier dieser grüne Bauer Armor Tinker Table. Den baut man vorhin, der ist ein Maschinenblock, Electric Circle und Emerald. Maschinenblock, kräfte mal 10 Stück. So, der Maschinenblock war unten. Dann hatten wir einen Electric Circle. Der war hier und ein Emerald. Hier können wir auch gleich mal 10 nachcraften. Emerald müssten wir ja noch haben, ja. Also mal Emerald kommt, haben wir auch noch. Gut. Da haben wir diesen Table hier. Davon machen wir uns gleich mindestens 2 Stück. Besten 3 Stück machen wir es hierfür. Ja, wenn ihr euch wundert, warum, das werde ich euch dann später erklären. Einen werden wir hier irgendwo hinstellen. Der würde. Können wir ihn hinstellen? Hier am besten, oder? Ein bisschen Technik haben wir hier auch. Und die anderen zwei kommen dann jeweils in. Muss ich weiterschalten. Einer kommt in unser Zwischenbahnhof, wo wir die ganzen Bienensachen verarbeiten, und einer drüben bei den Bienen. Aus dem Grund, damit man auch immer wieder was ändern kann. Also hier sieht man, wir haben ja, Module nicht gefunden im Inventar. Das heißt, wir müssen jetzt ein paar Sachen craften noch. Zwar ist da wieder neue Items dazugekommen. Jetzt muss ich mal schauen, wo die sind. Farmcraft, das sage ich auch immer wieder, dass ich das anfangen will. Aber da traue ich mich noch nicht so rüber, da kenne ich mich noch nicht so gut aus. Da muss ich noch etliche Videos anschauen, damit ich das mal verstehe. Aber da gibt es leider keine guten Videos. Vor allem keine deutschen. So, wo ist denn dieser Bauer? Bin ich jetzt blöd? Da müsste hier irgendwo bei 1800 rumkrebsen. Ah, genau, hier habe ich noch den zweiten Mod. Das ist Secret Room oder wie der heißt. Da kann man versteckte Blöcke und so weiter machen. Auch relativ interessant für dich das. Deswegen werden wir damit auch ein bisschen rumspielen. So, jetzt habe ich es aber bald. Wo ist denn dieser blöde Mod jetzt? So, schauen wir mal noch vorsichtig. Hier ist er nicht. Hier ist auch nichts. Hier auch nichts. Also, wenn man nicht weiß, wie die ganzen Items heißen, dann ist es blöd. Ah, hier ist er. So. Hier fangt an. Zwar beginnen wir ganz anfangs mit der Hand. Diesmal das wichtigste Modul, was wir brauchen. So, dreimal Schaltkreise, zweimal Refined Eisen oder hier unten ein anderes Rezept. Ne, wir bleiben hier bei Schaltkreise. Dreimal Schaltkreise haben wir ja. So. Electric Circle heißen die hier. Wie waren denn die hier? So irgendwie, ne?
und refined Eisen. So irgendwie? Nee. Vergingen die Hand. Achso, so untereinander, okay. So, so und so. Genau, dann haben wir die Hand. Ihr seht hier, die schaut ja relativ witzig aus hier und die schaut da so aus. Und die kann aber jetzt noch gar nichts, weil die braucht hier Energy, da sieht man 0 von 0. Mit Shift kann man noch erkennen, erstens Farmcraft, oben die Sachen, was sie bietet uns. Und unten, dass wir keine Module installiert haben. Wenn wir jetzt auf diesen Tisch gehen, zack, hat jetzt auf einmal unsere, ja, Bauertool nennt sich das, hier. Und die erkennt automatisch, egal wo sie nicht mehr da ist, man muss sie nicht ausgewählt haben. Und wenn wir da draufklicken, haben wir hier einige Sachen, die man hier ja sozusagen hinterlegen kann. Ja, wie soll ich das erklären? Da kann man also in diese Hand, also dieses Bauertool, kann man mehr verschiedene Tools einarbeiten. Das heißt, man kann sagen, das ist gleichzeitig eine Axt und gleichzeitig eine Spitzhacke zum Beispiel. Und die braucht natürlich auch Strom. Und den Strom müssen wir dann auch geben, da gibt es dafür Batterien. Und wir brauchen dazu auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel den Helm oder so. Jetzt möchte ich mal was testen, ob das eigentlich auch klappt mit dem Solarhelm. Der Solarhelm die auch lädt, oder nicht? Normal schon, ne? Sofern sie Energie-Upgrade hätte, dann machen wir mal ein Energie-Upgrade rein. Da Energie, da gibt es die normale Batterie, Advanced-Batterie oder eben die Elite-Batterie. Wir nehmen die Elite-Batterie, dazu brauchen wir ein HV. Wie heißt das? Capenter, Capiti, keine Ahnung, Capita, Capital. Das heißt HV, auf alle Fälle mal. Und da ist er. Den craften wir. Was? Achso, okay. Ich dachte mir gerade eine Energiezelle. Ich dachte mir, da ging er mit Latronen. Nee, der ging ja ganz anders. Okay, wahrscheinlich sobald er den Mod drauf hat, übernimmt er die Mod. Rezepte. Okay, so das Wiring geht. Kupfer, Silber, Kupfer. Oh, das ist ja nicht schlecht. Kupfer, Silber, Kupfer. Das heißt, Kupfer. So. Und Silber. Weil von Kupfer haben wir jede Menge. Können wir ruhig ein bisschen verbrauchen. So, dann machen wir uns gleich mal 64. Ja, machen wir uns ein paar mehr. Keine Ahnung. Wenn wir hier noch einiges davon brauchen, wenn nicht, auch egal. Kann man die zurückverwandeln? Nee. Okay, dann schmeißen wir sie einfach weg, wenn wir sie nicht brauchen. Und eine Energiezelle oder Lapatronkristall. Ich würde sagen Lapatronkristall oder... ist besser. Oder haben wir noch... Nee, Lapatron machen wir aufs Dach. Das heißt, wir brauchen ein Dia. Dann brauchen wir Redstone. So. Hierhin. Dann war das Lapis. Bist du. Lapis, das war links, rechts, glaube ich. Und in der Mitte waren zwei Schaltkreise, ne? Glaube ich, als das so war. Genau. So. So, dann war der hier. Du weg. Lapatronkristall und zweimal Wiring. Ach. Haben wir jetzt den Lapatronkristall hingetan? Nee, nicht sagen, ich habe den jetzt hier drauf genommen. Ah doch, hier ist er. So, genau. HV. Das Teil brauchen wir dafür. So, wenn wir das in die Inventar hat, kann man hier draufklicken. Dann klickt man hier drauf. Und eben das Teil braucht man in die Inventar, dann kann man es hier installieren. Jetzt seht ihr, wir haben es da unten. Installieren, jetzt ist es unten weg. Wenn wir es wieder rausnehmen, müsste es eigentlich wieder im Inventar liegen, oder? Nee. Was? Das verschwindet einfach, oder wie? Kann ich das nicht verstehen? Wollen die mich verarschen, oder was? Ja. Die wollen mich jetzt echt verarschen, das Teil verschwindet einfach. Ja, dann halt nochmal. Das ist echt irgendwie buggy. Ich dachte, das bekommt man wieder zurück.
Das ist ja voll gemein, das kann man ja installieren und deinstallieren, das falls man es nicht braucht. Aber das ist ja voll blöd, wenn man das verliert. Kann man es ja nie wieder deinstallieren, außer man verliert wirklich das Ganze drum. Das finde ich jetzt eine Frechheit. Zum einen Diamanten umsonst vergoldet und auch die Rohstoffe, beziehungsweise sogar die ganze Zeit, das ist ja auch wichtig. Ist ja nicht so ohne. So, so. Mal raus und craften wir hier gleich 10 Stück nach. Davon brauchen wir sicher mehr. So. Dann wieder hier so. Dieses Mal, das heißt, wir müssen aufpassen, was wir installieren. Denn man, wie ihr seht, man kann jede Menge installieren. Je mehr man installiert, desto schlechter wird das ganze Tool. So, jetzt installieren wir es nochmal. Zack. Hier können wir sagen, wie viel die Batterie speichert. Das ist auch mega cool. Und ja, je mehr wir speichern, desto mehr Kilo bekommen wir. Je mehr Kilo, das heißt, je langsamer laufen wir. Das ist Standard so. Wir sagen hier einfach mal 2 Megajoule circa. So, 2 Megajoule würde ich sagen, das sollte reichen. Zack. Jetzt haben wir hier 1,5 von 2 Megajoule. Jetzt versuchen wir mal hier irgendwo schlafen zu gehen. Und versuchen mal, ob das unser Solarhelm das aufladet. Man kann die Module auch mit IC-Strom aufladen. Habe ich gelesen. Die Frage, ob das auch klappt. So müsste der Solarhelm einfach mal laden. So, und hier links oben sieht man jetzt auch, wie viel man hat. Ich kann es jetzt leider nicht sehen, weil bei mir die FPS-Anzahl hier oben ist. Aber ich werde jetzt einfach mal wirklich alles rauswerfen und schauen, ob der hier ladet. Und jetzt ladet er nur den Helm an sich. Okay, der ist auch noch leer. Dann soll er mal den laden. Und dann schauen wir mal, ob er unsere Hand lädt. Die schaut ja witzig aus hier, ne? Die geht uns bis zu den Füßen, so wie die Affen früher. So, jetzt laden mal hier. Komm, mach mal weiter. Die 1,5 Megajoule von 2 Megajoule haben wir hier. Jetzt hoffen wir, wenn der voll ist, dass er unsere Hand lädt. Das wäre ja wirklich gut, wenn er das machen würde. Macht aber anscheinend nicht. Ne, lädt er nicht. Okay, schade. Ich dachte, der lädt das vielleicht. Aber wir können das normal hier unten laden. So, wenn wir die hier rein tun. So, jetzt ist sie geladen, 2 Megajoule. Ja, was bringt uns das Laden? Momentan noch gar nichts. Wir können hier klopfen, bis wir alt werden, bis wir Stein abbauen. Denn man muss hier wirklich jeweils immer Module reinmachen, um was zu können. So, hier gibt es zum Beispiel die Module. Eine Schaufel, dann das Modul Big Axe, damit man eben so wie eine Big Axe hat und eine normale Axt. Dann gibt es hier noch Specials, aber wir fangen hier an. Das Multimeter braucht man, wenn man Universal Electric drin hat. Dann kann man einfach, ja, wie sagt man dazu, wenn durch eine Leitung Strom fließt, einfach Rechtsklick drauf machen und sieht, wie viel Strom da durchfließt. Wir werden uns mal die Big Axe nehmen. Dazu brauchen wir dreimal Eisen und ein Solenoid, keine Ahnung. Ein Solenoid. Dann bauen wir uns einen Solenoid. Dreimal Eisen, sechsmal das. Das bekommen wir zusammen. Davon können wir uns auch mehr craften. Da werden wir sicher mehr brauchen. Da habe ich schon gesehen. Achso, ja. Brauchen wir schon mehr von denen auch. So. 7 Stück, das sollten wir vorerst mal beibelassen. Und wir brauchen Eisen in unserem Inventar, das habt ihr ja hoffentlich gesehen. Hier stand Big Axe. Hier unten dreimal Eisen und einmal von dem braucht man, dann kann man installieren. Hier gibt es wieder das gleiche, wie viel Energie man braucht. Je mehr Energie hier oben, desto schneller, ihr seht hier Big Axe. Also Abbaugeschwindigkeit, die kann man hier alles variieren. Deswegen auch mehrere Tables, dass wenn wir drüben sind, können wir sagen, wir wollen mal schnell abbauen. Dann können wir hier auf schnell machen. Denn es verbraucht ja alles, ja, Energie, ne? Und so Energie hat man nicht unendlich viel, deswegen kann man das dann variieren zwischen den einzelnen Sachen. Wir haben hier 2 Megajoule. Und hier brauchen wir theoretisch, wo war die jetzt? Hier, 1 Kilojoule pro Block. Das ist nicht zu wenig, deswegen muss man da schon ein bisschen aufpassen. Und wenn wir jetzt hier abbauen würden, irgendein Block, seht ihr, das geht ratzfatz. Es geht schneller, als wenn man das an Diamond Drill fasst. Wenn hier einfach mal so, zack.
kann man da schon abbauen mit der Hand. So, das ist schon mal ein gutes Modul. Und dann kann man hier noch ein Modul reinmachen, zum Beispiel Schaufeln. Dann kann man schnell Erde abbauen. Das machen wir auch. Wir haben ja noch einmal von diesen und dreimal Dings haben wir auch. Da kann man auch wieder sagen, wie schnell. Da machen wir, ja, Erde würde ich nicht so schnell machen. Da machen wir 15-fache Geschwindigkeit. So. Gut. Axt brauchen wir eigentlich nicht, weil wir haben einen Decapitator. Damit geht das irgendwie besser. Was wir aber noch brauchen werden ist Mini Much Simple Add-on. Ne, das brauchen wir auch nicht vorerst. Wir werden schauen, dass wir mal die gute Frage, Schuhe oder die Hose brauchen wir nochmal. Köpfen wir uns mal die Hose. Da habe ich wieder vergessen, wo das war, ne? Irgendwo da oben waren die, hier sind sie. Da brauchen wir die Hose, die Leggings. Zwei Schaltkreise oder nehmen wir die Wiring und Eisen. Das haben wir ja alles. Das können wir aber eigentlich auch in Crafting Table craften. So, dann haben wir hier in Crafting Table die ganzen Sachen drin. So. Hier einfach so war das und so, ne? Dann haben wir die Leggings. Genau, da schauen wir wieder in Dings. Jetzt haben wir auch hier die Leggings drin. Und hier gibt es wieder ganz andere Module, die man hier rein tun kann. Das ist auch gut so. Was wir als erster brauchen, ist dieser Kinetikgenerator. Der macht nichts anderes, als wenn wir rumlaufen, produziert der Energie für uns. Weil hier oben sehen wir haben jetzt, ich muss da drin schauen, 1,99 Megajoule von 2. Wenn wir rumlaufen würden dann mit dem Kinetikgenerator, würde der für uns Energie machen und wir hätten 2 von 2. Alle 16 Blöcke macht er keine Ahnung wie viel. So, zweimal Servomotor und einmal Control Circle. Das muss man wieder in die Mitte haben. So, Servomotor haben wir 2, ne? Pneumatik Servo. Oh, das könnten wir zusammen bekommen. Pneumatik Servo, der war jetzt in der Mitte. So. Und jeweils 2 ergibt 4. Warum ich das jetzt wieder da oben mache, weiß ich auch nicht. Egal. Zweimal davon. Und einmal, wie hat das geheißen? Servomotor und Control Circle. Control? Hier ist er. Okay, das wird jetzt schon etwas witziger. Zweimal Electric Circle. Brauchen wir nicht mehr. Das war irgendwie so, oder? Genau, Glowstone und Redstone. Einmal Glowstone, zweimal Redstone. Das war, ich glaube, da. Und zweimal war das hier. Wenn mich nicht täusche, war das irgendwie so. Nee, falsch. Redstone, die war vertauscht, so. Genau, Control Circle. Da brauchen wir aber 2, deswegen machen wir hier gleich nochmal 2 mit. Für später halt noch ein. Und jetzt können wir das hier installieren, diesen Kinetikgenerator auf installieren klicken. Zack. Und hier können wir sagen, wie viel er produzieren soll. Hier seht ihr, wer 5 Blöcke 1 Kilojoule kostet uns aber 4 Kilo. Nachdem wir ja ziemlich viel laufen, ne, sagen wir ein bisschen weniger. So 1 Kilo, das reicht. So. Und der produziert halt weniger. Aber dafür besser. So, jetzt haben wir die. Muss ich mal runter. Kinetikgenerator, genau. Und wenn wir hier ein bisschen rumlaufen, sehen wir, es ist auf 2 gestiegen. Der hat natürlich 0, weil er keine Batterie in sich hat. Das werden wir gleich ändern. Dann machen wir uns eine Batterie rein. So, das ist die Hand hier. Am besten wäre natürlich die, ne? Die können wir aber nicht installieren, weil uns da noch eine fehlt. Weil die wiegen alle gleich viel. Da können wir uns gleich die beste installieren. Das war die HV, ne? Wie sind die nochmal gegangen? Die können wir eigentlich mehrmals machen. Die werden wir auch mehrmals brauchen. Also Labatron-Kristall. Okay, dann machen wir uns mehrere Labatron-Kristalle. Kristalle. Diamant. Das heißt, wir werden noch brauchen.
Kurz überlegen, wir brauchen noch eins, zwei, drei brauchen wir noch, genau. Und Redstone. Ich weiß, das wird jetzt dann etwas eine langweiligere Folge, aber das kann man auch so als Mod Spotlight nehmen, damit man sieht, was der Mod so alles kann. Also so schlimm ist das auch nicht. So, dann haben wir wieder Lapis. So, so. Und Schaltkreise. Da müssen wir schauen, da werden wir wieder ein paar brauchen, schätze ich mal. Eins, zwei, nee, geht sie aus. Drei. Dann war das hier. Oder machen wir es gleich da unten. Natürlich behalten wir uns auch unsere schöne Quantumrüstung. So ist das nicht, dass wir die jetzt einfach wegwerfen. Das machen wir nicht. Hier kommt jetzt wieder die Elite-Batterie rein, installieren. Hier sagen wir, ja, hier kann man wieder raufdrehen. Die sagen wir so 2 Kilo vorerst mal. Das kann man immer wieder erhöhen. Man soll nicht übertreiben, sagt man so schön. Und jetzt speichert der sozusagen hier unten auch Energie. Ihr seht, der ist schon voll. Der ist auch voll. Und das ist so, wenn wir hier nur die Hand nicht ausgewählt haben, übernimmt er die Energie von den Armbar, den wir anhaben. Haben wir die Hand ausgewählt, übernimmt er automatisch von der Hand auch die Energie. So, das ist schon mal gut. Genau, und die Hand kann man, ich glaube, mit. Was war das? Nee, warum J? Das wollte ich gar nicht. L? Okay, warten, den muss ich hier. Wie ging denn das so irgendwie? Ja. Ich muss hier mal die ganzen Sachen wegtun. Das war erst, wo ich getestet habe. So. Das gibt da eigentlich. Okay, das geht ja nicht. Okay. Da haben wir noch nicht alle Module drin, deswegen. Was wir noch rein tun können, ist hier bei der Hand. Das haben wir ja drin. 2 Megajoule. Machen wir hier aber auch ein bisschen mehr. Machen wir 1 Megajoule so. Haben wir hier ein bisschen mehr drin. Man kann auch so ein Energieschild reinmachen. Das ist sozusagen Rüstung, weil wir haben ja jetzt nicht für Rüstung. Wenn wir jetzt hier das Helm abnehmen, das abnehmen und das abnehmen, haben wir keine Rüstung. Weil das muss man auch erst separat reintun. Wir werden uns aber jetzt gleich nochmal das sozusagen das Jetpack craften. Da gibt es auch so ein Jetpack. Das ist in Armor. Das sind die Dings. Hier drin müsste es sein, genau. Eisen. Und die zwei Dinger. Das haben wir auch gleich. War das so? Das ist sozusagen der Brustteil. Und hier kann man wieder, zack, rein. Gibt es natürlich auch wieder Energie. Den installieren wir gleich. Was? Da braucht man zwei von diesen. Achso, nee, da ist Energie. Da ist Energie. Da. Installieren. Haben wir keinen mehr davon? Doch, zwei haben wir noch. HV. Installieren. Ah, jetzt geht's. Sagen wir auch 2 Megajoule. 2 Megajoule. Na komm. So, 2 Megajoule. Das passt. Jetzt haben wir hier 4 Kilo. Das ist schon ziemlich viel, was wir an Kilo haben. 3, 4, ja, schon jede Menge. Also da muss man aufpassen. Und hier kann man dann zum Beispiel ein Jetpack einbauen. Ja, sollen wir das jetzt einbauen? Ja, wir bauen das Jetpack mal ein. Dazu brauchen wir was Ion Twister. 4 Stück. Ion Twister. Hier. Okay, die sind schon etwas aufwendiger zu bauen. Herr Imva. Haben wir sowas wie Imva? Ja, Imva haben wir. Also gut, dann können wir das Unterrezept nehmen. Das ist etwas billiger. Dann brauchen wir hier diese, ja, vier Enderpearlen. Das heißt, wir brauchen vier davon. Wie viel bekommen wir hier raus? Eine. Ja. Also die ganze Sache ist etwas teurer, würde ich mal sagen. Ja, 4 ergibt 8 und
32 Enderpearl kostet der ganze Spaß hier. Das heißt, wir müssen Enderpearl machen. Die gingen aus. Was macht man Enderpearl? Aus Eisen. Okay, dann machen wir die aus Eisen. Wir müssen echt mal in End gehen, damit wir Enderpearl bekommen. Ich will da nicht immer aus Eisen Enderpearl herstellen. Geht natürlich auch, aber ja. Will ich nicht unbedingt machen. 16. 16 ergibt 32. Besorgen wir uns lieber mal ein paar Bienen und machen wir damit Enderperlen. Das werde ich ja in der nächsten Folge vielleicht machen. Ja, was wollte ich jetzt? Genau, diesen komischen Teil da bauen. Ion, irgendwie hat der geheißen, ne? Ich habe hier den Namen vergessen, der hier war es. Truster. Iron Ion? Iron Truster, hier ist er. Bauen wir ihn einfach schnell noch, damit wir das in der Folge noch haben und dann ist eh die Folge schon vorbei wahrscheinlich. Wie ging denn die denn da? Achso, Eisen hier unten. Davon haben wir noch zwei. Wir brauchen davon 4, 8. Wie sieht denn das dann, wenn man 15, machen wir einfach mal 6, das geht in jedem Leben aus. Das heißt, wir brauchen noch Eisen. Und hier. Die wieder links und rechts. So. 3. Und wie machen wir die? Die machen wir Kupfer, Silber, Kupfer. Kupfer. Und Silber. Deswegen habe ich ja auch gesagt, dass wir hier eventuell mehr machen am Anfang. Ich habe nicht gewusst, dass wir wirklich so viele brauchen werden. Gewusst, es sind viele, aber wie viele habe ich nicht genau gewusst. So, und Eisen. So. Jetzt haben wir aber genügend, hoffentlich. An den Ecken die. Dann hier Enderpearl. Und in der Mitte Advanced Schaltkreise. Ne? Da brauchen wir noch welche. Crafte noch 8 Stück. 2 brauche ich hier unten noch. Gib 4, ne, ich brauche noch 4. 3, 4. Ich hoffe, ich liege richtig. 6. Wie viel brauchen wir, haben wir gesagt? 2, 4 brauchen wir davon, also 8. Was fehlt denn noch? Ah, hier noch ein paar. Davon, wie ging denn die? Ja, da haben wir gerade vorher gehabt. Das war dreimal Eisen, haben wir nicht mehr. Eisen und die hier. Kann man da mal schnell hier machen, welche? Glas raus. Glas raus. So. Okay, 3 Stück. Na super. Ja, gibt genau 4, das reicht dann. Für die Prozedur hier. Da brauchen wir auch noch. Ne, hier brauchen wir doch 4 Stück, brauchen wir noch. Haben wir noch von denen. Hierfür oben unten, dann haben wir Glowstone, Glowstone und Inver war das. Inver, das Inver war hier an den Ecken so, so, so und Glowstone. 4 Stück passt. Dann installieren wir mal schnell das Jetpack hier rein. Jetpack 4 Stück installieren. Hier kann man sagen, ja, wie schnell man fliegt, beziehungsweise wie viel Energie man braucht. Wenn wir jetzt mal schauen und das aufsetzen, können wir noch nicht fliegen. Ja, doch, ein bisschen. Ihr seht es, man kann schon besser springen. Aber man muss das natürlich auch ans Körpergewicht anpassen. Je mehr man Körpergewicht hat, durch die Kilo, je höher muss das sein. Sagen wir hier mal 50. Ja, fast. Wir berühren schon fast nicht mehr den Boden. Das heißt, ein bisschen brauchen wir noch. Dann sagen wir 70. Das muss ja schon gehen, oder? Ja, jetzt geht's. Natürlich auch.
Na, nicht ganz. Wie viel brauchen wir denn hier? Das gibt's ja gar nicht, dass wir so viel brauchen. Wir haben ja noch nicht so viel Gewicht, oder? Da machen wir halt 100. 100 Newtonmeter, das muss ja reichen. So dick sind wir ja auch nicht. So, jetzt geht's aber, ja. Man muss natürlich auch aufpassen, dass es auch schnell runtergeht und man theoretisch dadurch auch sterben könnte. Dafür gibt es aber wieder auch ein Modul, und zwar, wo waren das? Hier, der Fallschirm sozusagen. Mit dem kann man dann wieder stoppen. Ja, wie machen wir das? Ich werde jetzt einfach Module vorcraften, die wir brauchen könnten. Welche das sind und so weiter, das seht ihr eh dann in der nächsten Folge. Wie man die craftet, könnt ihr dann ja selbst schauen. Da werde ich den Download aber erst nächste Folge machen von der Welt. Also, dann habe ich noch ein bisschen Zeit, die ganzen Modpack und das zu updaten. Also, erst in der nächsten Folge gibt es dann ein Modpack erneuert und die Welt zum Download. Ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und ciao Leute, macht's gut.